Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73 von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute begegnen wir dem Paten. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Psalm 76, dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalmlied von Asaf. Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Glanzvoll bist du, Mächtiger, über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert, sie sinken in ihren Schlaf, und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, o Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Du bist zu fürchten, und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still, wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen, mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich. Legt Gelübde ab und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Von allen Seiten soll man Geschenke bringen dem Furchtgebietenden. Er beschneide den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. Wenn man in diesem Psalm das Wort Gott durch Pater ersetzt, dann könnte das tatsächlich eine ganz gute und treffende Beschreibung eines Mafia-Bosses sein. Ein starker Mann, der für seine Leute da ist, sie beschützt und in gewisser Weise auch versorgt. Wer ein Problem hat, kommt zu ihm und am nächsten Tag scheint die Sonne wieder. Jeder kennt und respektiert ihn und sein Ruf eilt ihm weit voraus. Beim Paten, da ist man sicher und kein Feind traut sich auf sein Gebiet und falls es doch mal einer wagt, bekommt er seinen ganzen Zorn zu spüren. Er ist bestens informiert und hat seine Augen, Ohren und Finger eigentlich überall. Man sollte es sich mit ihm also nicht verscherzen, denn sein Arm ist lang und reicht weit. Und je nachdem, wie man zum Paten steht, ist das jetzt entweder beruhigend oder beängstigend. Und der große Unterschied zwischen dem Paten und Gott liegt in der Gerechtigkeit. All das, was ich jetzt hier gelesen habe, was ich beschrieben habe, das trifft auch auf Gott zu. Aber der große Unterschied besteht wirklich in der Gerechtigkeit und wie sie ausgelegt wird. Bei der Mafia dient Gerechtigkeit letztlich nur dazu, sich einen großen, möglichst großen Anteil vom Kuchen zu sichern. Und solange alles nach dem Willen des Paten verläuft, muss kein Blut fließen, weder beim Feind noch in den eigenen Reihen. Anders ist es bei Gott. Seine Gerechtigkeit hat letztendlich nur das Gute für den Menschen im Sinn. Da geht es um das Wohlergehen aller Menschen. Und Gott muss sich an niemandem bereichern, denn ihm gehört ja bereits alles. Als Schöpfer dieser Erde und der Menschen und allem, was sonst noch auf der Erde ist, gehört ihm bereits alles. Der Pate dient letztlich nur sich selbst und ein paar Nutznießern. Gott aber dient, so gesehen, allen Menschen. Und genau deshalb stellt Jesus auch im Matthäusevangelium Kapitel 23, Vers 11 ganz klar, dass derjenige, der der Größte sein will, den anderen dienen muss. Aber wer dient schon gerne? In Folge 74 offenbart sich ein Herz voller Vertrauen. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.